Oh, es klingelt an der Tür. Siegfried, mach bitte mal die Tür auf. Oh, sind bestimmt die drei Simpelbuben. Guten Tag, seid ihr die drei Simpelbuben? Nein, Siegfried, das sind die Handwerker. Ach, ich dachte, das sind die drei Zipfelbuben. Die wollten mir noch meine neue Zipfelmütze vorbeibringen. Genau. Oh, hallo erstmal, Jungfrau. Grüß noch, Gerda. Hoch. Ja, da lang. Mutter, ich geh mal schnell Rosinenbrötchen holen. Komm, mein Junge, hol deine Pimme. Oder Keller jetzt. Ah, das ist ein schöner Keller, du. Komm rein. Einwandfrei, du. Einwandfrei. Du brennst jetzt hier, was soll ich da reparieren? Oh, die Scheiße, Spitze ist so dicke. Scheiß die braune Wand an, aber danach gibt's Kaffee. Guck dich mal den Scheiße an, du. Es war bei der Kloster. Da muss ich mal so ein Klo reparieren. Da war die Scheiße im Rohr drin, da muss ich ja so einen Scheißreiniger nehmen. Da ist die Scheiße richtig mit der Hand rein in die Scheiße. Da will die Scheiße in den Eimer rein. Und da hatten die keinen Kompass draußen. Bis wo ich die reingemacht habe, da lass ich die gleich drin. Da hab ich gesagt, hab so Scheiße rausgemacht. Hab ich schon Geld gekriegt. Und da hab ich mir gleich mal eine neue Scheiße ausgepackt. Bei Obi für 27,99 €. Und da scheiß ich richtig schon rein. Und dann nehme ich meine Zeitung und dann mache ich meine schöne Oh, schaut meine Riesenblödchen auf mich gegessen. Oh, das stinkt voll Scheiße. Oh, Oh, ich nochmal Scheiße. Oh, Leise über Scheiße. Wohin damit? Glück auf meinem Zipfelbube. Ja, aber wir sollen den Ofen repariert bekommen, ja? Ja, wo ist er denn? Machen wir mal auf hier. Ih, was ist das denn? Du kannst doch keine Scheiße in den Ofen reinmachen. Die Scheiße brennt doch nicht. Hier ist doch flüssig. Flüssige Scheiße brennt doch gar nicht. Oh, ich weiß es nicht. Der ganze Ofen ist von der Scheiße verholmelt. Mutter, mach mal schnell Kamillentee. Oh, die Scheiße. Ja, liebe Frau, das ist jetzt leider ein Sonderfall. Ich ruf mal den Kollegen an. Also das geht über. Wie geht denn das jetzt? Da kommt mal der Spezialreiniger. Ich geh mal schnell zu Obi, ne? Ich hol mal einen Ofen-Spezialreiniger. Nun sind die drei netten Leute bei Obi angekommen. Kaum kamen sie in den Laden, schon erschließte sich der Geruch von Siegfried und alle Leute mussten kotzen. Ich schon da alles dafür, ich hab da nochmal ein Rosinenbrötchen gegessen und der Klempner hat die Scheiße nicht schmecken. Oh, ich kann das nicht ausatmen. Es ereignete sich ein großes Desaster. Die Polizei musste das Gebäude räumen und Siegfried und seine zwei anderen hässlichen Gestalten hatten einen Kotzvirus. Das ließ sich der Klempner nicht entgehen. Er wollte ja noch etwas käuflich erwerben. Nimm deine Griffel da weg. Ich will noch Scheißereiniger kaufen. Ich bin beruflich hier. Verstanden? Bullnassi-Schwein, Arschloch. Ja. Oh, guck mal. Gibt's zu Schnitt im Angebot, da können wir den Kotzberg runterrutschen. Weil ich schon mal, wenn ich bei der Herme fertig bin, dann kannst du auf der Scheiße runterrutschen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen, Herr... Herr Klempner. Ja, Herr Klempner. Kann ich Ihnen helfen, Herr Klempner? Ja. Ja, und? Also, erklär jetzt mal die Situation. Ich bin der Klempner. Und muss bei so einer Schlampe, ich weiß nicht wie die heißt, Frau Wiesokowski oder so. Der hat einen Ofen. Ein Ofen? Ja. Ja, und was ist das für ein Ofen? Ja, was soll das sein? Naja, die Marke? Ah, er ist schwarz. Nein, nicht die Farbe, die Scheiße. Marke. Was? Wie bitte? Die Scheiße!
Haben Sie jetzt sowas oder haben Sie es nicht? Ich bedauere, ich glaube, Sie sind im falschen Laden. Wissen Sie auch nicht, wo es sowas gibt? Nee, wissen wir nicht. Scheiße. Vielleicht mal im Klärwerk nachfragen. Was Klärwerk? Wo?